Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir freuen uns über diesen Antrag, der in vielen Bereichen richtige und wichtige Impulse gibt. Die AfD unterstützt ausdrücklich die vertiefte regionale Zusammenarbeit, gerade in Bildungsfragen, gibt allerdings auch zu bedenken, dass es hier nicht um eine neuerliche Vereinheitlichung bei der Bildung zulasten von deutschen Bildungsstandards gehen kann. Wiederholen Sie bitte nicht die Bologna-Katastrophe im Bereich der beruflichen Bildung. Genauso begrüßen wir natürlich auch den Abbau bestehender Handelshemmnisse und die Chancen der Wirtschaft in der Grenzregion, die daraus entstehen. Und natürlich begrüßen wir es auch, dass der Ansatz der Zusammenarbeit hier ausnahmsweise einmal nicht über den Moloch Brüssel, sondern durch regionale Initiative erfolgen soll. Wir hätten uns vielleicht noch gewünscht, dass Sie die besonderen Bande unserer Deutschen mit den Menschen in Eupen und Malmedy betont hätten und der Unterstützung der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien einen besonderen Stellenwert eingeräumt hätten. Keine Angst, wir wollen es nicht wiederholen. Das kann man ja vielleicht noch nachholen. In einem Punkt teilen wir Ihre Begeisterung jedoch ausdrücklich nicht. Sie schreiben, dank der engen Kooperation ist die Grenze für die Menschen im Grenzraum in vielerlei Hinsicht kaum noch wahrnehmbar. Da haben Sie recht. Das bedeutet aber leider auch, dass sie für Verbrecher und Terroristen nicht mehr wahrnehmbar ist. Und das ist kein Grund zur Freude, meine Damen und Herren. Wenn Sie mit Polizisten aus dem Grenzgebiet sprechen, werden die Ihnen sagen, dass es dort überproportional viel Einbruchskriminalität gibt und dass sich die Täter eben genau jene Grenze zunutze machen. Und wenn man bedenkt, dass die Terroristenbrutstätte Brüssel eine gute Autostunde von NRW entfernt liegt, dann wird aus Ihrer Politik des offenen Scheunentors eine grob fahrlässige Politik. Nachdem im Rahmen des G20-Gipfels Grenzkontrollen kurzfristig wieder eingeführt wurden, denn Politiker haben im Gegensatz zu Normalbürgern offenbar Anspruch auf den Schutz durch Staatsgrenzen, wurden bundesweit Hunderte von gesuchten Personen und Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel festgenommen. Auch Waffen und Drogen in einem beängstigenden Ausmaß wurden aufgefunden. Aber das interessiert Sie nicht. Sie wollen es gar nicht wissen. Auf meine kleine Anfrage hin vermochte der Herr Innenminister nicht zu sagen, wie viele Kriminelle, wie viele Illegale, wie viele Waffen und Drogen an der deutsch-niederländischen oder deutsch-belgischen Grenze in NRW festgestellt wurden. Meine Damen und Herren von den Regierungsparteien, was verschweigen Sie den Menschen im Lande? Warum vertuschen Sie die hässlichen Nebenwirkungen Ihrer Europapolitik? Und warum schreiben Sie solche EU-besoffenen Anträge, während viele Menschen in der Grenzregion ganz andere Probleme haben? Nein, meine Damen und Herren, wenn es Ihnen mit Europa wirklich so wichtig ist, und immerhin erzählen Sie uns das bei jeder Gelegenheit, dann müssen Sie auch die damit verbundenen Risiken aufzeigen und bekämpfen. Aber das fehlt Ihrem Antrag völlig. Wundern Sie sich daher nicht, wenn die Menschen ihrem vermeintlichen Friedensprojekt davonlaufen, denn das wird sich nicht ändern, solange sie nicht ehrlich damit umgehen. Ihr grenzenloses Europa ist ein grenzenloses Verbrecherparadies. Es dient nicht den Bürgern, es dient Eliten. Denken Sie besser um, bevor die Errungenschaften, die Sie hier zu Recht benennen, gemeinsam mit den Verheerungen der EU von den Bürgern beerdigt werden. Vielen Dank.